Mike Künzle, wäre das Spiel nach 41 Minuten vorbei gewesen, hätten alle gesagt, tolle Performance, tolle Reaktion auf gestern, jetzt ein 3:4 nach Penaltyschießen. Was war los im Schlussdrittel? Ja, schwierig zu sagen. Wir haben eigentlich das Spiel recht gut im Griff gehabt. Wir haben uns gut eingestellt. Wir haben das Spiel eben eigentlich im Griff gehabt. Und nachher, vielleicht ein, zwei Fehler, ein bisschen unkonsequent gespielt. Und nachher haben wir das Spiel aus der Hand gegeben. Gibt es eine Erklärung? Es ist ja schon öfter mal vorgekommen vom Gefühl her, dass man im Schlussabschnitt ein paar Prozentpunkte weniger gesehen hat, weniger gegeben hat. Heute wurde es bestraft. Es ist schon komisch für so eine Spitzenmannschaft eigentlich. Ja, klar. Ja. Ich denke, in der Vergangenheit haben wir sicher so Spiele gewonnen. Es kann sein, dass wir ein bisschen unsicher sind. Vielleicht nicht 100% genau wissen, was wir machen. Vielleicht zu Moment zu viel studieren. Und dann sind wir da schon spät.